So, von Fischen geht es heute nach Sonthofen, dann die alte Jochstraße hoch, Oberjoch, dann Tannheimer Tal, den Altensee auf der rechten Seite umrunden zur Grinnenalpe. Dann geht es weiter zur Gräner Ödenalpe auf 1726 Meter. Es wird heute, durch das, dass es so heiß ist, extrem hart. Der Weg ist sehr schottrig und steil. Wir fahren da ins Tannheimer Tal. Aha. Und dann über Kleinmeran hinauf auf die Grinnenspitze. Aha. Und ganz oben ist eine tolle Hütte. Wie heißt die? Die weiß ich jetzt nicht mehr. Die weiß ich nämlich auch nicht. Aber wir fahren die Tour heute gegen den Uhrzeigersinn, gell? Ja, das ist auch schön. Ja, und von hinten runter. Die schöne Abfahrt dann. Aha. Das ist ganz super, ja. Also ich freue mich drauf. Aber die wird bestimmt 80 Kilometer sein. Ja, das ist jetzt. Und 1600 Höhenmeter. Ja, auch. Also wir müssen viel trinken, heute ist heiß. Viel trinken, ja, ja. Immer nachfüllen. Und von oben mal schauen. Wer kommt denn da? Ah, nein. Das war so ein schöner Morgen und jetzt kommt der. So ein schöner Tag und jetzt kommt der. Hallo, servus. Grüß dich. Aber braun ist unser. Wahnsinn, ja. Die steht braun. Gerhard, wo fahren wir hin? Also muss ich mal dem Roland vom Bodensee Danke sagen. Da habe ich gestern, wo ich mit der Melanie oben war, bei der Käsealm getroffen. Und der lässt uns alle schön grüßen. Ja, danke. Ja, danke. Ja, der schreibt immer, so ein ganz netter Kerl. Ja. Sagt der Wolfgang, soll sagen, was ich gehe. Ja, hat schon gesagt hier, zur Grinnenspitze hier, Haldensee vorbei, Tannheimer Tal. Aber die Hütte ganz oben, wie heißt die, Gerhard? Weißt du, das soll ich wissen. Naja, man kann nicht alles wissen. So, das Velox Bike Team vor uns. Ich sage, das Velox Bike Team vor uns, vor mir. Schon die erste Höhenmacher. Schöner Weg. Das ist das Bad Hindelang, nicht mehr Hindelang. Erste Trinkpause heute, kurz vorm, wie heißt denn der Pass, Wolfgang? Oberjoch. Oberjoch. Alte Jochstraße. Alte Jochstraße, genau, das ist die richtige. Alte Jochstraße haben wir jetzt überwunden und jetzt sind wir auf 1200 Meter Oberjoch. Da gibt es jetzt erstmal wieder eine Trinkpause und dann geht es weiter ins Tannheimer Tal. So, willkommen in Oberjoch, 1200 Meter, höchstes Ski- und Bergdorf Deutschlands. Und da vorne ist jetzt unser Dorfbrunnen. Da hat erstmal der Kopf ins Wasser gesteckt. Du bist unsere Flasche voll ist, ist unsere Tour vorbei. Du kannst jetzt weit runter.
Da liegt euch schon oben, ja. Aber habe ich eigentlich nachgespritzt? Nein, ja. Woher kommst du aus Sauerland? Ja. Genau. Arnsberg. Arnsberg. Ja, Schmalenberg ist weiter tiefer. Super, auf geht's. Ja. Das ist schon. So viel Platz nimmt es auch wieder nicht weg. Fahren wir Richtung Tannheimer Tal. So, jetzt sind wir an der Grenze zum Tannheimer Tal, Österreich. Hast du die Forellen gesehen? Ah, die fahren wir mitten durch. Von Tannheim geht es jetzt dann rechts weg zum Pilsalpsee. Es ist eine wunderschöne Bike-Tour in einer traumhaften Gegend. Also wer da hier oben ist, sollte auch mal zum Pilsalpsee hinterfahren. Wunderschön, rentiert sich auf alle Fälle. Jetzt im Sommer kann man auch wunderschön baden. Ein Traum, gell? Das ist nicht der Traum. Das ist Drohnenspitze. Fast wie es so schön wie im Fischen. Geh zu, gell? Hey! Geh zu! Abläufgang muss stehen bleiben. Da bin ich 2-0 Checker dabei. Da rauf und rundherum und von oben rauf. Aber ich sag's schon, wollte nicht. Das gibt's ja. Jetzt kommen wir direkt zum Haldensee. Und zwar fahren wir den heute rechts herum. So, jetzt kommt der Haldensee. Ein richtig schöner Badesee. So, ich warte auf die anderen zwei, ich weiß gar nicht, wo die hingefahren sind.
Ja, wo wart ihr denn? Schön, gell? Du, da sind so große Forellen drin, Gerhard, sie sind direkt am Ufer dort. Es ist einfach nur ein Traum, der Haldensee. Im Winter total zugefahren, kann man Schlittschuh laufen. Jetzt im Sommer eine richtig tolle Erfrischung. Er ist nicht ganz so warm, er ist doch ein Bergsee, aber so richtig toll. Da steht der Hafen rum, weißt du, den man nicht kennt. Es gibt eine Anzeige, Gerhard. Ja, wie zugeschlagen hat er schon wieder. Glaube ich, oder? Na, siehst du, suche auch einen Schatten, gell? Ja, ist auch gescheit. Jetzt geht es von da aus bis zur Grinnenalp hinauf. Einige Höhenmeter. Einige, ich glaube 500, 600 Höhenmeter sind das. Und dann geht es wie aus die Ödenalpe, oder? Ödenalpe, ja. Das ist unser Ziel. Da trinken wir ein schönes Weizen, Gerhard. Ja. Und Wiener, da ist sie. Ah, oh, das kann sein. Und dann fahren wir runter über Kleinmeran. Ja. Wunderbar. Kaputt, kaputti, tutti. Wir hatten das erfunden, das blöde Radeln. Die erste Etappe, Grinnenalpe, auf 1550 Meter ist erreicht. Jetzt geht es noch ein paar hundert Höhenmeter rauf und teilweise bis 18-22% Steigung. Ich hab ein Foto. Gerhard, bleib stehen. Leg mich da am Arsch. Und Ansehen. Beuchen von dem Schönen. Wo ist der Ackenstein, Gerhard? Der hinten Hitze, der Grasberg, ganz hoch, ist der Ackenstein. Aha. So, jetzt haben wir 23%. 30 Grad. Das ist rüber. Dann machen wir es über das kleine Tor. Warte mal. Ich muss den Aufschlag werden. Ja. Ich glaube, dass das. Ich weiß nicht. Du musst halt hinten halten. Irgendwie bist du vorne wahrscheinlich. Ach, das ist der Wind hier, gell? Ja, angenehm. Ja. Oh. Ah, Ödenalpe, 1726 Meter sind wir hoch. Wir gehen in der Sonne liegen da, gell? Weiß man nicht.
Ja, schau mal, die Aussicht an ist ja ein Traum, gell? Aber ich hätte es nicht gedacht, dass wir auf 1700 Meter sind. So kannst du wieder nicht. Das ist ein Blödsinn, was der macht. Wir müssen dann, wenn wir irgendwo, wenn wir da rechts abbiegen, dann Hohlweg, da kommt dann hinten so eine Naturquelle. Das Wasser schmeckt erstens mal wahnsinnig gut und ich habe auch gar keins mehr. Wunderbar. Ganz frisches Quellwasser. Wunderbar. Es ist eiskalt. Ja, das ist aus dem Fels raus. Ein kleiner Rand. Hammern, halten Sie wieder. Von der anderen Seite.
Ja, Herrgott nochmal. Schaut, dass das Auto keinen Henkel hat, könnte man es nicht tragen. Wo sind wir jetzt? In Klimbim? Ja. Wüste, haben wir schon. Aha. Extrem lange Tour, heißen Tour, fast 96, 97 Kilometer, 1600 Höhenmeter, bin ich wieder in Fischen angekommen. Es war extrem heiß heute, hat uns viel Energie gekostet. Trotzdem sind wir jetzt wieder glücklich, dass wir zu Hause sind. War eine wunderschöne Tour. Klein Meran gegen den Uhrzeigersinn, nur zu empfehlen, extrem schöne Abfahrt, aber jetzt bin ich froh, wenn ich daheim bin. So, meine Freunde, bis zum nächsten Video, nächste Tour, bedanke mich fürs Zuschauen, wer noch ein Abo hat, bitte Abo drücken und die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Und wer einen Kommentar hat, soll einen Kommentar schreiben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.